Die Sihl entwässert ein etwa 350 Quadratkilometer großes Gebiet südwestlich des Zürichsees. Das Einzugsgebiet der Sihl teilt sich auf in das Einzugsgebiet des Sihltals, das Einzugsgebiet der Flüsse Alb und Biber und das Einzugsgebiet des Sihlsees. Mit 46% der Gesamtfläche ist dies das größte Teilgebiet. Die Wasser aus dem Einzugsgebiet Sihlsee und aus dem Einzugsgebiet Alb und Biber fließen bei drei Wässern zusammen. Führen beide Gewässer Hochwasser, können hier Wassermengen zusammenkommen, die im weiteren Verlauf des Sihltals große Probleme verursachen. Die Abflussmengen von Alb und Biber können nicht reguliert werden. Die Abflussmenge des Sihlsees ist jedoch über die Stauanlage steuerbar. Damit kann der See zum Hochwasserschutz genutzt werden. Der Sihlsee dient als Wasserspeicher für das Etzelwerk, ein Pumpspeicherkraftwerk der SBB. Er entstand 1937 mit dem Bau des Hühnermattdamms und der Stauanlage Schlagen. Der gewünschte Höchststand des Sees, das sogenannte Stauziel, liegt bei 889 Metern und 34 Zentimetern über dem Meeresspiegel. Der Sihlsee kann Hochwasserwellen der Flüsse in seinem Einzugsgebiet abfangen. Daher verringert er seit jeher die Hochwassergefahr im Sihltal unterhalb der Stauanlage. Um die Stauanlage und den Hühnermattdamm dabei vor Gefahr durch Hochwasser zu schützen, ist die Steuerung des Sees im sogenannten Wehrreglement festgelegt. Liegt der See mehr als 64 cm unter dem Stauziel, bestehen keine Vorgaben. Liegt der See weniger als 64 cm unter dem Stauziel und steigt zudem bei Unwetter schnell an, muss vorsorglich Wasser in die Sihl abgelassen werden, um den Anstieg zu verlangsamen. Man spricht von vorsorglicher Entlastung. Steigt der See bei starkem Unwetter über das Stauziel, sind die Entlastungsmengen exakt festgelegt. Bei 10 cm über Stauziel werden 80 Kubikmeter Wasser pro Sekunde entlastet. 80 Kubikmeter Seeabfluss pro Sekunde sind ein beeindruckendes Schauspiel. Doch mit einer Abflusskapazität von etwa 200 Kubikmetern unterhalb der Staumauer bewältigt die Sihl diese Wassermenge problemlos. Steigt der See jedoch bei einem extremen Unwetter auf 20 cm über das Stauziel, werden 290 Kubikmeter pro Sekunde entlastet. Die Abflusskapazität der Sihl unterhalb der Staumauer wäre überschritten und es käme zu Hochwasserschäden in Eck. Steigt der See bei einem katastrophalen Unwetter weitere 10 cm, würde die Stauanlage voll geöffnet. Die resultierenden 470 Kubikmeter Wasser pro Sekunde wären in etwa das Sechsfache der hier gezeigten Menge. Mit 470 Kubikmeter pro Sekunde wäre die Abflusskapazität der Sihl in ihrem gesamten Lauf überschritten. Massive Hochwasserschäden im gesamten Sihltal und in Zürich wären die Folge. Das Wehrreglement gewährleistet also Hochwasserschutz, gibt jedoch bei einem katastrophalen Unwetter sinnvollerweise dem Schutz des Hühnermattdamms und der Stauanlage Schlagen den Vorrang vor der Vermeidung von Schäden unterhalb der Staumauer. Der Hühnermattdamm wurde aber im Jahr 2008 verstärkt und erlaubt nun höhere Wasserstände. Reserven zur Anpassung des Reglements sind seitdem vorhanden, da auch die bauliche Sicherheit der Stauanlage Schlagen bis zu deutlich höheren Wasserständen garantiert ist. Eine Anpassung des Wehrreglements wäre wünschenswert, da, wie beschrieben, nach dem derzeitigen Reglement alleine die vorgeschriebene Sihlsee-Entlastung bei extremen Unwettern massive Schäden verursachen kann. Wetterkatastrophen, die eine solche Entlastung erfordern, sind zwar extrem selten. Wenn aber Alb und Biber große Wassermengen führen, kann es auch schon bei deutlich geringeren Sihlsee-Entlastungen unterhalb von drei Wässern zu Hochwasserschäden kommen. Dies wäre 2005 beinahe passiert. Nach starken Niederschlägen lieferten Alb und Biber 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Der Sihlsee stieg gleichzeitig 16 cm über das Stauziel und wurde gemäß Wehrreglement mit 190 Kubikmetern pro Sekunde entlastet. Die so zusammenkommenden 290 Kubikmeter pro Sekunde führten nur zu geringen Schäden. Wäre der Sihlsee jedoch lediglich 4 cm höher gestiegen, so wäre alleine er mit 290 Kubikmetern entlastet worden.
Ab 390 Kubikmetern pro Sekunde muss aber im Sihltal und in Zürich mit massiven Schäden gerechnet werden. Um solche Szenarien zukünftig zu vermeiden, wurde nach der Beinahe-Überschwemmung von 2005 die Möglichkeit der Vorabsenkung des Sihlsees geschaffen. Vor einem drohenden Unwetter kann der See unter Ausnutzung der maximalen Wassermenge, die keine Schäden verursacht, abgesenkt werden, um eine folgende Hochwasserwelle abzufangen. Die Vorabsenkung kann durchaus auch bei schönem Wetter erfolgen. Deshalb warnen Schilder auch an ungefährlich wirkenden Stellen der Sihl vor der möglichen Gefahr durch schnell steigendes Wasser. Die Vorabsenkung verbessert den Hochwasserschutz unterhalb der Staumauer signifikant. Doch es gibt ein Problem. Um den See genügend abzusenken, braucht man bei extremen Wetterlagen und hohem Seestand bis zu 4 Tage Zeit. Doch 4-tägige Wetterprognosen zu lokalen Niederschlägen sind meist ungenau. Wird zu viel vorab gesenkt, verliert das Ätzelwerk Wasser zur Stromproduktion. Wird zu wenig vorab gesenkt, kann es, wie bereits beschrieben, zu kritischen Hochwassersituationen kommen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Vorabsenkung knapp vor einem drohenden Hochwasser entscheidend zu verbessern. Aufgrund der Topologie und der Bodenbeschaffenheit des Einzugsgebiets von Alb und Biber ergeben sich hier bei starkem Regen hohe Hochwasserspitzen, die sehr plötzlich auftreten, meist aber nur 2 bis 3 Stunden anhalten. Drohen während der Vorabsenkung des Sihlsees solche Hochwasserspitzen, wird die Vorabsenkung für den gesamten in Frage kommenden, wegen der Prognoseunsicherheit relativ langen Zeitraum unterbrochen, um kritische Wassermengen unterhalb von 3 Wässern zu vermeiden. Da nicht exakt vorhergesagt werden kann, wann die Hochwasserwellen von Alb und Biber eintreffen, bleiben wertvolle Abflusskapazitäten der Sihl ungenutzt und der Sihlsee kann nicht effektiv abgesenkt werden. Diese Ineffektivität ließe sich mit der sogenannten aktiven Sihlseesteuerung vermeiden. Das Prinzip? 2 neu zu bauende Messstationen überwachen die Gewässer gemeinsam mit den bereits bestehenden Stationen und melden die Wassermengen von Alb und Biber an die Stauanlage. Aufgrund dieser Messungen wird der Seeabfluss so angepasst, dass keine Schäden im Sihltal entstehen. Die nun auf Messungen und nicht auf Prognosen basierende Steuerung ist wesentlich exakter und erlaubt eine viel bessere Ausnutzung der Sihl und damit die deutlich effektivere Vorabsenkung des Sihlsees. Steigt der See dennoch über das gültige Stauziel und muss nach Wehrreglement entlastet werden, könnte man die Entlastung analog zur Vorabsenkung bei Hochwasserspitzen aus Alb und Biber gezielt unterbrechen und so massive Hochwasserschäden im Sihltal vermeiden. Hierfür muss das derzeitige Wehrreglement angepasst werden. Die kurze Unterbrechung der Entlastung kann einen zusätzlichen Seeanstieg von wenigen Zentimetern verursachen. Aufgrund der nun deutlich effektiveren Vorabsenkung des Sees im Vorfeld des Hochwassers kommt es aber gesamthaft betrachtet zu wenige hohen Seeständen. Eine Studie zur genaueren Bestimmung der Wehrsteuerung und zu deren Auswirkungen auf die Ökologie und die Seeanrainer wird zurzeit erstellt. Ziel ist es, Ökologie, Sihlseenutzung und Hochwasserschutz in Einklang zu bringen. Sicher ist, die geplante aktive Sihlseesteuerung mit den beiden neuen Messstationen an Sihl und Alb verbessert zusammen mit dem neuen Wehrreglement den Hochwasserschutz am Sihlsee und im gesamten Sihltal. Bei relativ geringem Aufwand ein großer Gewinn für alle Beteiligten.